Wieder ein neues Update ist gekommen hier nach Oaklands und diesmal ist der St. Patrick's Day. Wie wisst ihr, manche Spiele machen diesen St. Patrick's Day, auch zum Beispiel Pet Simulator X. Aber den gibt es hier natürlich hier in Oaklands und der hat es richtig in sich. Nämlich folgendermaßen: Wir nehmen mal kurz unseren Pickup und wir fahren mal mit diesem Pickup und mit diesem LKW, fahren mal kurz ein bisschen rum. Und oh, was ist das denn? Das ist ein neuer Baum. Dieser neue Baum sind die vier klebrigen Kleeblätter und wir sehen schon, die haben eine sehr coole grüne Textur und wenn man sie kurz mal fällen, das dauert kurz ein bisschen, ist jetzt nicht das Wahre vom Waren vom Ei. Dann, wenn wir ihn gefällt haben, dann haben wir auch hier schon unser klebriges Kleeblatt. Am besten hier die Spitze auch abbauen, denn die bringt erstens nichts, ist nur nervig und nimmt auch nur Platz ein, weil sie auch irgendwie eine Kollision hat, warum auch immer. Und dann haben wir schon diese coole, ich sag mal, steingrüne Textur. Also auf jeden Fall, ja, wenn man sie behalten könnte, auf jeden Fall was wert, muss man wieder sofort als Stein investieren, weil sonst kann man diesen Baum ja wieder nicht saven. Aber es ist mal was aufgefallen, gerade eben, wo wir den Anfang gemacht haben von meinem Video. Nämlich meine ganze braune Erdfläche, die eigentlich so aussieht wie der Weg da hinten, ist auf einmal knallegrün. Gegebenenfalls, man könnte sagen, oh, wo ist denn hier mein Platz? Da ist doch keine Grenze mehr. Habe ich eventuell gecheatet oder was habe ich gemacht? Das ist ganz einfach zu erklären. Wenn wir mal kurz zu unserem lieben, vierklebrigen Blatt zurückkommen, dann sehen wir, das Innere ist wie der Pilz aus dem letzten Update-Video und hat genau die gleiche Farbe wie der Boden. Das heißt, wir können Folgendes machen. Ich weiß, das wurde gar nicht erwähnt in dem Changelog, aber man kann seit neuesten anstatt 15 zu 15 30 zu 30 Blöcke machen. Und wir sehen hier, ich habe zum Beispiel hier, obwohl jetzt hier ist nicht so ganz geil, nehmen wir mal kurz hier. So, hier habe ich noch kurz das Hochheben, diese Platte, einfach den Boden drunter. Und wir sehen hier, ich habe eine 0,25er Platte hier verbaut und wenn ich sie kurz wieder runterpacke, dann bupp, sehen wir, dass wir hier einfach Gras haben. An sich ist das natürlich sehr geil. Ich habe mal einen Vergleich, den Pilz zum Beispiel, es gibt einen grünen Pilz, der ist ungefähr die Farbe wie vom Kaktus hier, von diesem, ja, Part. Also ein kleiner Unterschied, wenn man jetzt halt nicht die Bäume farmen will, weil man sie halt irgendwie grinden will oder sonstiges. Also man kann auch den grünen Pilz nehmen, der hat die gleiche Farbe wie der hier, aber für den Übergang finde ich aus aktuellen Anlässen den hier wesentlich geiler, deswegen habe ich mal kurzfristig schnell den hier gefarmt, den kleinen Baum hier, oder wie man es auch nennen will, Cloverleaf oder so. Aber neben den Cloverleafs gibt es noch ein Art Objekt, das natürlich auch spawnen kann. Und das ist nämlich der Goldpot. Der Goldpot sieht folgendermaßen aus. Ich weiß nicht, ob man es schon sieht, aber da hinten, da ist so ein leichter kleiner Regenbogen. Denn der Regenbogen, wie es immer beim St. Patrick's Day heißt, führt uns zum Gold. Und da müssen wir kurz hin. Da sehen wir uns schon, da ist der kleine Regenbogen. Ist immer so, der geht. Hätte man vielleicht ein bisschen schöner machen können. Aber auf jeden Fall, der Regenbogen zeigt uns, wo so ein Teil spawnt. Die spawnen eigentlich ja relativ häufig. Nicht so häufig jetzt wie die Blätter hier. Die sehen wir. Die spawnen hier überall auf der ganzen Karte. Aber wenn wir Glück haben, dann haben wir auch hier so einen Pottich. Goldpot. Und wenn wir jetzt noch kurz collecten, dann haben wir jetzt eine Coin bekommen. Könnten wir nochmal, haben wir jetzt 3 Coins bekommen insgesamt. Und hier kommen noch die restlichen 6 Stück. Wie gesagt, den kann man einmal bis dreimal usen. Und dann können wir diese Coins hier reinpacken in unser Fahrzeug. Und die können wir auch wie einen Baum, oh, da liegt noch eine, wie einen Baum verkaufen. Wie gesagt, also ich sag mal so ganz ehrlich, diese neuen Cloverleafs, diese vier klebrigen Blätter zu verkaufen, lohnt sich nicht, weil, wir sehen es ja schon hier, die sind sehr hart unterteilt schnell. So ein normaler Baum ist halt das weniger so unterteilt, der ist halt ein bisschen größer. Damit heißt das, man hat wesentlich viel mehr Gefummelei wieder in seiner Farmabteilung, wenn man die halt, ja, verkaufen will, weil das halt sehr viele kleine Pieces sind, die halt wieder rumfliegen. Und diese Coins, hab ich schon nachgeguckt, extra für euch. Eine Coin, wie gesagt, ist nur 45 Coins wert, also eigentlich für Noobies ist das, by the way, dann ist ja noch einer. Auf jeden Fall ist das für Noobies ein sehr, sehr, ja, sagen wir mal, Geldmacherei. Aber wie gesagt, würde ich auch nicht empfehlen, einfach zu verkaufen, weil es im Endeffekt lohnt sich das nicht. Weil wir sehen, wir haben jetzt hier 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 von diesen Coins bekommen. Das heißt, nur bei dem Coinhaufen, der hier drin ist, kommen wir auf 270, ja, Coins. Das ist am Anfang vielleicht strong, aber ich sag mal so, jetzt für Fortgeschrittene auf jeden Fall nichts wert. Also deswegen würde ich das auf jeden Fall sammeln, weil die Coins sind jetzt noch nicht so riesig, da nimmt es nicht so viel Platz ein. Aber ja, wir sehen ja, hier haben wir nur 3 bekommen, also es lohnt sich eigentlich nicht so richtig. Und ich habe noch vergessen, im letzten Update noch Dinge zu erklären, nämlich die neuen Ores waren wirklich mit Ores gemeint. Das ist einmal Uranium, dann eine neue Art von Gold, Rose Gold heißt das, also Rosengold. Das ist halt ein bisschen anderes Gold. Und Obsidian.
Darm gibt es. Heute in diesem Update wurde auch wieder ein neues Erz hinzugefügt, das permanent ist. Und das befindet sich hier oben auf der Marble-Ecke. Und wir gucken, ob wir es finden können. Vielleicht finden wir es, vielleicht finden wir es auch nicht. Im Fall der Fälle habe ich es schon natürlich gefarmt, verarbeitet und natürlich in meinen Index, so gesehen, den persönlichen Index, den ich immer baue, eingetragen. Wir gucken mal kurz hier oben nach, ob wir den finden. Ist meistens nur in den Marble-Blöcken vorhanden. Das heißt, vielleicht finden wir noch das Rose Gold. Ach, guck mal, da ist schon das Rose Gold. Das ist bei Rays Rose Gold. So sieht Rose Gold aus, bisschen so kupfermäßig. Und da unten ist Gold. Nehmen wir mal jetzt mal kurz mit. Ist immer viel wert. Sieht auch sehr fancy aus, by the way. Nein, aber wie gesagt, hier irgendwo in diesen Marble-Blöcken kann sich mal sowas, ich nenne es mal Uranium-mäßiges finden. Sieht ein bisschen aus wie Uran, finde ich hier, was da wie gesagt letztes Update dazu kam. Aber ist auf jeden Fall offensichtlich. Also man kann es so vergleichen wie das Lederquarz. So kann man es vergleichen ungefähr. Wie gesagt, man muss mal ein bisschen Glück haben und mal gucken, ob wir das Glück auch haben. Wie gesagt, das erste, das Rose Gold haben wir ja hier schon gefunden auf Anhieb mit diesem Gold nebenbei. Aber ob wir das Rose Gold auch noch finden, das ist eigentlich nicht das Rose Gold. Das neue, das Greep, oder wie es ausgesprochen wird, also einfach nur halt Green mit einem B am Ende anstatt einem N. Aber da ist so ein Topf, komm, den Topf nehmen wir auch nochmal gleich mit, wenn wir schon mal hier sind. Und wieder nur 3 Coins. Hier haben wir auch nochmal Rose Gold, das nehmen wir auch gleich noch sofort mit, einfach um das mitzunehmen. Wie gesagt, haben wir sogar, glaube ich, zweimal, wie ich das sehe, genau zweimal, also ist auch jetzt nicht so selten, aber lohnt sich auf jeden Fall mitzunehmen, weil das schon echt sehr gut Patte abwirft. Das können wir auch noch in diesem Video nochmal zeigen. Ach ja, der Zufall hat mich noch nie enttäuscht. Da ist es schon, das Greep oder Green Greep. Ich nenne es einfach Green, weil Greep hört sich doof an irgendwie. Auf jeden Fall, hier ist das neue Erz, Greep, aber Green. Und das sieht auch sehr fancy aus. Ja, ist halt extrem grün halt. Das kann ich auch gleich mal zeigen an meiner Base. Und das ist auch mega geil. So, das nehmen wir mal mit. Weil das sind so die neuesten Rohstoffe in dem ganzen Spiel. Der Baum, der Kessel, wenn man das als Rohstoff ansehen will. Und natürlich hier unser Greep. Und die sollen wir kurz noch verarbeiten. Und dann will ich noch kurz zeigen, was wir aus diesem Greep hier dann ausbekommen. So, da sind wir schon angekommen. Wie gesagt, einmal kurz hier den Bums rausgrabben. Wie gesagt, wurde auch natürlich auch nochmal verbessert hier der Grabbler, oder wie der ausgesprochen wird. Nämlich der hat jetzt auch nochmal hier ein bisschen mehr Kraft bekommen. So, leider wird es gerade ein bisschen nass, das ist ein bisschen schade, weil jetzt können wir es zu schlecht sehen. Aber sehen Sie schon mal, das ist das Rose Gold. Hier ist das Gold, natürlich, weil es Nacht wird, sieht es komplett kacke aus. Und auf ganz eindeutig sah das Greep, oder wie es ausgesprochen wird, Greep, wir sind es hier. Das ist der neue Barren, wie gesagt. Und wir können das mal kurz in unseren LKW einladen, dann gucken, was das dann beim Verkauf bringt. Weil gesagt, ich habe das schon verarbeitet, das heißt, wir gucken uns gleich nochmal an. So, da sind wir schon hier an der Base, einmal kurz verkaufen. Wie gesagt, das eine Münze drin, die ist noch nicht verheerend. Und wir sehen, wir für das bisschen Gold, für den ganzen Plunder, den wir drin haben, bekommen wir 10.421. Und ihr habt gesehen, wie schnell das ging. Also das ist echt easy Geld, also yes please. Aber das Event wäre ja kein Event, wenn es nicht nur sogar irgendwelchen Billigkram und sonstigen Kram wieder zu kaufen gibt. Deswegen gehen wir mal kurz zu den Shop hin, denn es gibt einen neuen Secret-Shop, ganz genau. Der ist mit diesem Update dazugekommen und den, ja, hätte ich echt nicht erwartet. Also echt sagen, der war schon sehr, sehr, sehr versteckt, aber sehr gut versteckt. Deswegen gucken wir uns mal kurz natürlich hier erstmal an. Erstmal gehen wir hier hin. Hier ist der Event-NPC, der absolut nichts drauf hat, der tanzt da nur rum, mehr kann er nicht. Aber wenn wir kurz mal hier reingehen, dann sehen wir hier ein Schild, da steht Limited or Isn't. Das heißt, wie gesagt, immer, ist es Limited oder ist es nicht. Das sind natürlich Event-Items, spezifische Event-Items, deswegen sind natürlich Limited. Und das ist einmal hier ein Lucky Clove, also ein Lucky Kleeblatt. Und dieses Kleber kostet 1,2, ist wie gesagt wie die Lotusblume vom Valentinstag, also jetzt nichts Krasses. Und hier unten steht die Höhle, wo die Pilze sind. Warum? Sage ich euch gleich nochmal, warum das da steht. Aber sonst, wie gesagt, noch ein paar hier Lampen, die habe ich vergessen, letzte Folge zu zeigen. Hier sind ein paar Lampen, die es halt auch noch gibt. Aber wir wollen jetzt natürlich erstmal uns die anderen Geschenke noch angucken. Denn es gibt noch ein zweites Secret-Geschenk. Und dieses zweite Secret-Geschenk hat mit der Höhle zu tun, die uns angezeigt wird. Das ist so ein kleiner Teaser, sag ich mal, dazu. Nämlich, was wir machen müssen, ist zum nächsten Secret-Shop zu gehen. Dieser Secret-Shop ist deswegen so krass Secret, weil halt man eigentlich gesagt darauf gar nicht kommen würde. Und was man muss auf die andere Insel fahren. Kleiner Fun-Fact, der Code, den man eingeben muss, dieses Art Minigame wie in Doors, wurde von 5 auf 3 runtergeschrieben. Also es geht ganz einfach, ganz easy über die Brücke. Deswegen würde ich sagen, sehen wir uns gleich auf der anderen Inselseite. Und hier steht wieder die Uncertainty, wie hier unten schon geteased wurde. Wie gesagt, wie man hier zur Pilzinsel kommt oder zur Pilzhöhle, einfach mal das letzte Video für abchecken. So, wenn wir jetzt hier sind, müssen wir ganz Zeit links fahren und dann sehen wir hier so einen kleinen Berg oder sowas. Da gehen wir mal kurz hier hoch, gehen dann hier hin und dann sehen wir schon, hier ist eine Leiter. Die gehen wir hoch und dann sind wir schon beim neuen Secret Shop angekommen. Fungi Finds. Und das ist halt ein Pilztyp, anscheinend Sachen für uns vertickt. Dann gibt es hier noch im Shop normale Sachen, wie zum Beispiel die Kalostide oder die
Okay, das ist gerade weggekommen. So, jetzt ist es wieder da. Die Mysterious Teacup, 6K, wie gesagt, 8K. Und dann hier nochmal zum Beispiel Dice, die kosten 2,1K. Aber was wir wollen, ist nämlich das hier drüben, Limited. Hier steht doch wirklich Limited, deswegen, das ist einfach safe, dass diese Event-Items Limited sind oder Limited Items. Nicht hier der Scenes Lucky Headwear. Auf Deutsch gesagt, Scenes glückliche, ja, Kopfbetragung. Und wir kaufen mal da welche von, am besten den ganzen Laden, denn diese Sachen sind sehr, sehr speziell. Kaufen wir kurz und 10.005, perfekt. So, alles noch kurz gekauft, dann nehmen wir mal kurz mit unserem Grappler, schmeißen das alles hier gleich in das Loch rein, weil anders geht's hier nicht, weil das halt ein echt kleiner Laden ist hier. So, einmal kurz hier grabben, geht das durch die Tür, passt das durch die Tür, es passt nicht durch die Tür, es ist zu fett einfach, es passt nicht durch die Tür, oder? Nein, es ist fett. So, unten reingeschmissen, fällt die ganze Kacke natürlich hier immer in die Richtung. Das heißt, hier am besten schnell alles aufsammeln, denn die Pilze machen ja immer noch Schaden. So, einmal kurz schnell reinpacken, schuppdiwupps, da ist schon drin. Einmal den hier noch, hier, perfekto, solo con Giotto. So, rein da, bumm, badabing. Und jetzt, oh, wo ist das letzte Geschenk? Hier ist es noch. So, jetzt haben wir, glaube ich, alles schon und dann können wir schon abzischen. Dann haben wir alles, was wir brauchen. Zack, es ist drin. Wir steigen ein in unsere Karre und fahren von hier weg. Wie gesagt, diese Pilze tun sehr weh. Ich habe schon mal gefarmt. Die sind es auf jeden Fall wert zu farmen. Ist halt nur ein bisschen schwer. Auf jeden Fall geht es natürlich hier um das Update. Deswegen haben wir jetzt noch kurz die Geschenke. Und ich würde sagen, wir sehen uns dann gleich an meiner Base. So, da sind wir angekommen. Einmal kurz mal zu zeigen, weil es gerade heller Tag ist. Einmal hier die Rohstoffe. So sehen sie aus. Ja, gut, sind halt das Gleiche, halt nur in den Farben. Aber sieht cool aus. Und nochmal hier das Gras. So sieht es auch aus. Halt in der Erstform, in der Zweitform. Obwohl es eher auf dem ganzen Boden. Von daher einmal kurz zu zeigen. So, wie gesagt, ich bin ja nicht ich, sondern ich bin ich und ich bin reich. Deswegen habe ich ja schon natürlich was gemacht hier. Wir sehen schon, ich habe mal gekauft von diesen Lucky Clothes, weil die billig sind. Und naja, das ist halt das da unten. Das ist halt nichts Spannendes in dem Sinne. Aber vielleicht gibt es da noch eine vierblättrige Version. Man weiß ja nie. War ja beim Teddy auch so. Beim Teddy gab es ja auch eine zweite Version davon. Auf jeden Fall sind das hier diese Lucky Headwear Sachen. Da habe ich zum Beispiel einen Dodge mit einer Headwear bekommen. Mit einem Top-Hat und einmal hier so eine Mütze. Und das sind die anderen Krams-Sachen aus dem Store. Wie gesagt, ich schätze auch alles random bei dieser Dice hier, den man auch bei Way flippen kann, was sehr cool ist. Kann kurz zeigen einmal. Warte, das ist noch verkehrt. Zack, wir sehen schon in der Preview, es gibt anscheinend verschiedene Würfel. Ob der hier selten ist, das weiß ich nicht, aber ich habe ihn auf jeden Fall. Deswegen einmal kurz hier zu zeigen, was die ganzen Sachen hier so zu bieten haben. Aber wir wollen jetzt unsere Headwear nochmal kurz ein bisschen unboxen. Und ich würde sagen, wir legen los mit dem ersten. Auf damit und ich habe einen Dupe. Den habe ich schon, wie gesagt, das ist ja die Mütze, die eine. Aber behalte ich, wie gesagt. Mal gucken, was ist der nächste? Der nächste ist, oh, ein neuer Hut. Perfekt, der kommt gleich zu meiner Kollektion. Das ist super. Wie gesagt, es gibt verschiedene Hüte und einer davon ist der hier. Den packen wir kurz dahin. Den machen wir gleich sofort fest. Wie gesagt, die kommen irgendwann in eine Art Museum. Zack, der nächste ist auch ein Dupe. Das ist der Dodge. Okay, und dann haben wir noch mehr. Oh, jetzt haben wir Sunglasses. Sehr cool auf jeden Fall, dass wir Sunglasses haben. Ich weiß ja nicht, was man halt mit dieser Headwear anfangen soll hier im Game. Ja gut, Deko-Element hier und da ist halt cool, aber ob das sich wirklich lohnt als Deko-Element, ich weiß ja nicht. Aber egal, man hat es für den Flex. So. Und dann einmal nochmal hier das letzte Geschenk und nochmal ein Dupe, das ist nämlich hier die Glasses wieder. Das heißt, aus diesen 10 haben wir nur 2 plus gemacht. Das heißt, Dupes sind anscheinend sehr häufig vertreten, wie ihr hier sehen könnt auf jeden Fall. Aber auf jeden Fall im Ganzen ein richtig geiles Update.